Grüßt euch zusammen, Leute. Hallo alle miteinander. Grüßt euch. Grüßt euch. So, mir geht's wieder gut. Muss ich sagen, das waren, naja, 4 harte Tage. Aber durch muss man da. Ne? So, und das war wirklich eine Salmonellenvergiftung, weil ich kenne das. Ich hatte schon vor Jahren mal eine Lebensmittelvergiftung und es waren eben die gleichen Symptome. So. Mich hat es nicht erwischt, weil ich habe das Eis nicht gegessen. Genau. Ja, deswegen haben wir eigentlich auch schnell gewusst, von was es eigentlich kommt. Okay, in diesem Sinne, Gott sei Dank, mein Lutz, genau, geht es wieder besser. Ja. Und das Ganze haben wir alles ohne Arzt, ohne alles gemacht. Mit alles das Immunsystem hat dagegen kämpfen müssen. Genau so. Entweder oder. Ja, ja. Ne, war aber, wenn man nimmt, war es eine leichte Salmonellenvergiftung, weil ich schätze mal, wenn es schwer gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon zum Doktor gemüsst. Apropos Doktor, und deswegen machen wir das Video eigentlich. Das wird euch dann die Evi, wird euch dann noch irgendwas erzählen. Hier in Ungarn soll jetzt ab 1. Januar 2025 sollen hier verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen eingeführt werden. Ne? Unsere Meinung ist, das ist eigentlich gut. Wir finden es gut. Ne? Weil das wird aus dem Grund eingeführt, zwar um die Krankenkassen zu entlasten, das Krankensystem zu entlasten. Ne? Und deswegen, wir finden es eigentlich gut. Ne? Und jetzt wird euch die Evelin einmal noch ein wenig was dazu sagen. Genau. Also ich habe mich es waren nämlich ein paar Anfragen da. Ach, siehst du, ja, genau. Genau, das hat der Lutz, macht ja nichts, hat er vergessen. Es waren ein paar Anfragen da, weil wir haben eigentlich im Prinzip noch gar nicht so viel gehört. Das wird schon wieder alles hochgekocht und müssen und tun und machen. Und dann habe ich gesagt, na, ich werde mich jetzt mal ein bisschen schlau machen. Schaue ich mal, wo ich was finde. Und das habe ich auch. Und da möchte ich aus diesem Bericht auch etwas vorlesen, weil das konnte ich mir natürlich jetzt nicht alles merken. Ich setze mal meine Brille auf und werde euch ein bisschen informieren. So, und zwar habe ich jetzt hier auf den zifilec.info heißt es, was gefunden, weil da findet man ganz, ganz wenig. Und zwar in Ungarn werden obligatorische Vorsorgeuntersuchungen eingeführt. Ja, also mit dem erlassenen Gesetz wird auch das Krankenversicherungsrecht geändert, wonach die verfügbaren Vorsorgeuntersuchungen, also durch 2, also Darm- und Rektaluntersuchungen ergänzt werden. Das gab es vorher gar nicht als Vorsorgeuntersuchungen. Das wird ergänzt. Das zum Thema mal. Ne? Dann hat man hier auch schon ganz schön die Alterklassen aufgelistet. Und zwar diese Screening-Tests sind obligatorisch. Und zwar im Alter zwischen 25 und 65 Jahren sollen alle 3 Jahre Gebärmutterhals-Screening bei einem einzigen negativen Screening-Test für Zwecke der öffentlichen Gesundheit für Gebärmutterhalsveränderungen gemacht werden. So, im Alter zwischen 45 und 65 erfolgt alle 2 Jahre eine Brustuntersuchung Mammographie auf Basis einer Röntgenuntersuchung des Weichteilgewebes der Brust. Im Alter zwischen 50 und 70 alle 2 Jahre eine Darm- und Mastdarmuntersuchung. Und das ist, was neu eingeführt wird. Die anderen Vorsorgeuntersuchungen, die sind ja schon alle vorhanden. Aber die Leute nutzen es zu wenig. Ne? Und deswegen versucht man das jetzt dann, um schwerwiegende Erkrankungen rechtzeitig zu erkennen, dass eine frühzeitige Diagnose die Heilungschancen deutlich erhöht und die Behandlungskosten senkt. Also, dieses Gesetz sollte ab 1. Januar 2025 in Kraft treten. Da
dass diese oben genannten Screenings, die ich jetzt euch gerade erklärt habe, verpflichtend eingeführt werden. Ja, jetzt kommt man natürlich dann, entscheidet jemand, dass er nicht daran teilnehmen möchte, ordnet die Landesgesundheitsverwaltung die Vorsorgeuntersuchung mit einem sofort vollziehbaren Bescheid an. Natürlich, die Drohungen sind auch gleich wieder mit hinten dran gehängt. Ne? Man erklärt auch kurz, warum. In Ungarn ist es ein ernstes Problem, dass die Patienten, die an einer schweren und in vielen Fällen fortgeschrittenen Krebserkrankung leiden, in der Regel erst sehr spät diagnostiziert werden, was zu einer Belastung, wie Lutz sagt, des Gesundheitssystems und Anstieg der Gesundheitskosten führt. Wie Lutz sagt, ist natürlich nicht schlecht. Hm? Ja. Also, das war es eigentlich jetzt im Moment, was ich gefunden habe. Ich kann jetzt nur noch dazu sagen, da führt der Gesundheitsökonom Rekorschi, erklärt dann noch, es wäre äußerst nützlich, wenn diese genannten Screening-Tests durchgesetzt und gefördert würden. Ja, gefördert würden, das ist schon in Ordnung. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, mal schnell die Brille runter tun. Ihr wisst es ja mittlerweile, 2020 an Krebs erkrankt und halbjährliche Untersuchungen, jetzt jährliche Mammographie und sonstiges. Die ersten 2 Jahre waren ja ganz gut. Mittlerweile muss ich zur Nachuntersuchung schon mindestens 2-3 Monate vorher einen Termin für die Mammographie machen im Krankenhaus. Die Kapazitäten, die müssen ja erst einmal alle geschafft werden. Ja, nee. Das ist unsere Meinung. Genau, ja. Wir sagen jetzt wirklich mal unsere Meinung dazu. Das wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja. Weil die Leute werden schon wieder aufgescheucht und Angst gemacht. Und wir müssen und das, was heißt das? Und dann nur die Alten. Nein, es wird was dazugenommen. Und das sollte man eigentlich erst einmal abwarten, was draus kommt. Weil wie wollen denn die das alles machen, wenn das alles jetzt auf einmal dann verpflichtend ist? Ja, wo soll denn das Personal herkommen? Genau, ja. Wo sollen denn die ganzen Maschinen und das alles herkommen? Ja. Ja, das braucht doch erst einmal ein System, bis das überhaupt einmal, oder wollen dann die, dass wir 50 Leute haben, doch den ganzen Tag warten, bis wir eine Mammographie kriegen? Ich muss ja jetzt schon 3-4 Stunden warten, bis ich mit einem Termin wohlgemerkt Mammographie hinter mir kriege und das nur einmal jährlich. Hm? Also nur mal das dazu zu sagen. Hm? Dann hat man natürlich noch angegeben, und das möchte ich jetzt nur noch zum Schluss dazu sagen, dass Ungarn gehört übrigens zu den OECD-Ländern. Übersetzt es, ich sag's mal aus, Organisation für wirtschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, die in Bezug auf regelmäßige Überprüfung am schlechtesten dastehen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, wie viele Männer gehen freiwillig zur Vorsorge? Schätze mal 50%, mehr nicht. Ist ja das Gleiche bei mir. So. Ne? Und ich schätze mal, ja, dass von den Frauen garantiert 20%. 20%, ne? Also ich habe mal für Deutschland jetzt mal nachgeguckt. 18% der Frauen und 50% der Männer gehen nicht zur Vorsorgeuntersuchung. Und jedes Ehepaar, jede Frau hat mit Sicherheit schon öfter zum, du gehst da jetzt einmal zur Untersuchung. So mach's nämlich ich auch. Ja, weil die Männer wirklich da in der Regel sehr nachlässig sind. Ich glaube, da sind wir Frauen schon ein bisschen vorsorgemäßig besser drauf. Hm? Deswegen kann natürlich nachher, du warst und deswegen kann auch was passieren die nächsten 3 Jahre. Das ist ganz das ist klar. Logisch, ja, ja. Hm? Wie schon gesagt, wir haben uns erkundigt. Das wird im Moment nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da muss man erst einmal schauen, wenn das Gesetz da ist. Genau. Dann das Nächste, was ich noch dazu sagen will. Es betrifft wahrscheinlich auch uns Rentner, die hier ganz in Ungarn wohnen. Wie viele Rentner? Das ist alles auch noch nicht heraus. Da, ne? Da sind wir zwei verschiedener Meinung. Ja, ja. Weil wir als Rentner hier nicht im ungarischen System, Krankenkassensystem,
zur Kasse fallen. Denn unsere Arztkosten oder beziehungsweise Krankenkosten können Sie in Deutschland abrechnen. Genau. Ne? Es gibt vielleicht hier in Ungarn schätzungsweise mal 10%, die jetzt wirklich nur auf ungarische Krankenkasse versichert sind. Ja, das sind wir halt, sind in Deutschland die, versichert. Die Selbstständigen oder die hier arbeiten, ne? Genau. Die Deutschen, ne? Ich rede jetzt mal von Ausländern, die dann schon in dieses System mit hineinfallen können. Genau. Ich bin jetzt wieder anderer Meinung und dann könnt ihr gerne mal eure Kommentare. Genau, könnt ihr mal schreiben, was für Meinung, dass ihr seid. Da wir ja wir haben ja die Toy-Karte, ja, klar, die braucht man ja, wenn man hier ganz wohnt und keine deutsche Meldeadresse mehr hat, mit der deutschen Krankenkasse abgerechnet wird, ja, das können es doch super abrechnen, die kriegen doch das Geld. Also warum sollen wir denn nicht in das System mit hineinfallen? Das tue ich ja nicht bestreiten. Okay, das wir wollen jetzt beide hier keine Diskussionen machen. Aber es würde uns interessieren, was ihr davon haltet. Weil die in Ungarn, leben oder Feriendomizil oder sonstiges haben, meiner Meinung nach fallen die aus diesem System raus, weil die sind in Deutschland krankenversichert. Das hat damit nichts zu tun. Die sind ja auch in Deutschland krankenversichert. Gut, nein, jetzt seht ihr mal, so geht es manchmal auch bei uns ab. In diesem Sinne, wir hoffen, dass wir euch etwas beruhigen konnten, euch ein wenig mehr Information geben konnten. Und wünschen euch eine schöne Zeit. Wir sitzen jetzt gerade mal bei 32 Grad. Ja, muss man schon sagen. Aber es geht Gott sei Dank etwas Wind. Ja. In diesem Sinne, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, die Info hat euch, hilft euch ein bisschen weiter. Und haltet die Füße still. Genau. Wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Genau, stimmt. Ja, und selbst wenn... Na, geht mal zu der Untersuchung, okay, wie man sagen, wahrscheinlich ein wenig Wartezeit. Gott. Das muss man alles immer das sehen. Habt ihr in Deutschland da so, selbst wenn ihr einen Termin habt, müsst ihr noch stundenlang warten in Deutschland. Ne, also. In diesem Sinne. Genau, in diesem Sinne, ne? Tschüssi. Ja, habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.